Hallo liebe YouTuber-Muber-Freunde. Ja, ein lang ersehntes Thema heute. Und zwar geht das heute am heutigen Mittwoch um den ICET. Wir haben ja schon vor gefühlt, ich glaube, einem halben Jahr haben wir mal aus England ein Set bekommen, quasi über eBay, vom ICET Fleischmann. Ich habe da auch den Karton sogar zu. Den halte ich mal kurz rein, hier die 4460. Und Arne und mir fehlt ja bei uns in der Sammlung ein ICE-T noch, damit wir alle Generationen vollständig haben. So, und da haben wir uns gesagt, okay, dann gucken wir, wenn wir mal günstig einen kriegen. Und haben dann tatsächlich letztes Jahr im September, Oktober oder so ein Set bekommen, relativ günstig von, ja, über eBay aus England. Und da haben wir gesagt, okay, dann schnappen wir uns das jetzt. Und dann haben wir durch eine ganz glückliche Fügung tatsächlich auch noch die Wagen bekommen. Also das Set war, ich glaube, nee, Quatsch, in England hatten wir die beiden, also die Steuerköpfe, plus zwei Mittelwagen. Und dann haben wir noch die drei anderen Wagen, die uns fehlen, um ihn auf original siebenteilige Länge zu bekommen. Mit unterschiedlichen Betriebsnummern und so. Über eBay Kleinanzeigen gefunden. Und das war richtig skurril. Da war jemand, den habe ich einfach angeschrieben, der wollte für einen Wagen, ich sage jetzt einfach eine Zahl, ich weiß es gar nicht, 200 Euro haben. Ich sage, das ist völlig übertrieben. Aber schreib dem mal an, mal gucken, was er sich dabei denkt. Ich sage, kann man mal versuchen. Ne? Und was war das? Hat er absichtlich gemacht. Der hat wohl einen alten Mobiladen aufgekauft und hat dann die Chance genutzt, seinen Fuhrpark zu vervollständigen mit den ganzen Sachen, die dort aufgekauft worden sind, und den Rest verkauft er bei eBay oder eBay Kleinanzeigen zum Teil. Und hat diese hohen Ansätze drin, damit sich wirklich nur Sammler melden und Leute, die es wertschätzen. Und hat mir dann sofort gesagt, er hat alle drei Wagen, die mir fehlen. Und er macht einen fairen Preis. Hat mir einen Gesamtpreis gemacht für alle drei Wagen, die noch gefehlt haben. Und so, ja, sind wir uns einig geworden. Und dann kamen die Sachen zu mir geschickt. So, und jetzt ging dann die Geschichte weiter. Ich habe dann die auseinandergebaut, habe die Gehäuse sauber gemacht. In der Zwischenzeit hat Stefan die beiden Triebköpfe bekommen, um in beide Triebköpfe Sound einzubauen. Die Lok selber, sag ich jetzt mal, von DC auf AC umzubauen. Und solche Geschichten, ja. Hat Stefan soweit fertig gehabt, dann fehlte noch ein Ersatzteil, haben wir lange drauf gewartet, eine Beleuchtungsplatine für Fahrtrichtungswechsel war nicht in Ordnung, die funktioniert jetzt, da haben wir bestimmt 3 Monate drauf gewartet, bis sie gekommen ist, aber es macht ja nichts, Hauptsache sie gibt's noch, das hat mit Rocco Fleischmann richtig gut geklappt, ja, und dann ging es weiter. Also ich habe in der Ersatzteilliste einfach geguckt, habe die Artikelnummer bestellt und es hat funktioniert. So, die ist jetzt auch gekommen. Ja, und dann hatten wir ja die ganzen anderen Anlagen Probleme hier, deswegen, weshalb wir da gar nicht so zugekommen sind, weil wir die erstmal abstellen wollten. Und jetzt momentan läuft alles. Wir machen viele Testfahrten und dann bietet sich's an, bevor wir jetzt weiterbauen, den auch noch mit auf die Anlage zu bringen und umzubauen, so dass er funktioniert. Ja, in dieses Wagenset quasi kommt noch die Märklin-Innenbeleuchtung mit rein, mit Pufferkondensator. Die haben wir zum Testen, die wollen wir hier einbauen. Die sollen ein bisschen langlebiger sein. Ich hatte erst andere verbaut, die sind nicht ganz so gut. Und ich habe noch welche von MMC. Die baue ich aber in andere Wagen ein. Die habe ich ja schon im ICE 1 und ICE 2. Und wir wollten jetzt gerne in dem ICET so ein bisschen helleres Licht haben. Also so ein bisschen nicht helleres, sondern nicht so gelblich, sondern einfach mehr so, ja, weiß, einen höheren Weißton. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir die jetzt dafür. Die hat Stefan mir schnell bestellt und die kam recht schnell von Märklin geliefert. Das war gar kein Problem. Ja, und jetzt bauen wir die beiden Triebköpfe quasi zusammen und geht's los. Und in dieser Folge seht ihr jetzt, wie wir ja quasi die Gehäuse überarbeiten. Die waren nicht mehr so schön. Die mussten ein bisschen gereinigt werden. Und da musste ich ein bisschen rabiater vorgehen und komplett zerlegen. Ja, und Stefan hat dann die Sachen umgebaut. Und jetzt seht ihr in dem Video auch, wie wir die Triebköpfe wieder zusammenbauen. Und dann die ersten Testläufe machen, zumindest mit der Lok schon mal selber. Ich sag mal Lok, ich weiß, dass es ein Triebkopf ist, aber da ist ja halt der Motor drin. Ne? Und der läuft sich zurecht und ein. Und ja, mit der Beleuchtung funktioniert schon bei der. Und jetzt werden wir, wenn wir die Triebköpfe fertig haben, noch die 5 Mittelwagen fertig bauen, fertig beleuchten. Und dann kann der laufen. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder sonstiges, schreibt das gerne in die Kommentare. Über ein Abo freuen wir uns natürlich auch immer. Ja, und dann gucken wir mal. Es wird wahrscheinlich ein Zweiteiler werden, weil ich weiß nicht, ich glaube, es ist alles ein bisschen zu viel für eine Folge. Und wir müssen auch vor allem, müssen wir es erstmal schaffen. So. Aber im Hintergrund rauscht es schon, die Lok läuft schon fertig und jetzt geht es Stück für Stück weiter. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und bleibt dabei. Und wenn euch das interessiert, kommt bald der zweite Teil und dann könnt ihr wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann.